Das Böse begrüßt euch herzlich zurück hier bei Ori and the Blind Forest. Ja, wir sind hier immer noch in den Elendsruinen unterwegs und das ist alles andere als einfach, weil ich nicht geschnallt habe, wie dieser Mechanismus funktioniert. Jetzt habe ich es halbwegs verstanden. Ich sage deshalb halbwegs, weil ihr seht ja schon, so einfach geht's nicht. Wo muss ich denn überhaupt lang? Da links ist ein Geisterportal. Wäre vielleicht eine Maßnahme, links rumzugehen, wa? Können wir machen. Mist, das war ziemlich blöde. Das heißt, ich muss jetzt... Genau. Ja, das lief doch ganz gut. Ja, jetzt habe ich den Mechanismus auch kapiert. Meine Güte, noch eins. Es ist gar nicht so einfach. Hups. Bitte nochmal. Er legt das quasi ab, wenn er hier drin ist. Alles klar. Dann bitte kommen Sie wieder zurück. Diese Elendsruinen sind wunderschön, aber irgendwie so kompliziert für mich, dass mein Hirn sich verknotet hat. Obwohl das gar nicht so schwer ist. Tut mir leid. Aber diese Steuerung, das ist sehr, sehr ungewohnt im Vergleich zu dem, was man hier sonst so... Okay. ...erlebt hat bislang. Was ist das denn da oben schon wieder für eine geile Geschichte? Komm bitte her, danke. Oh mein Gott, okay. Jetzt muss ich genau gucken. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da überhaupt fliege. Das ist gar nicht so easy, also. Aber das kriegen wir hin. Ori ist ja jetzt schon kampferprobt hier. Der macht das. Wir kennen das ja schon hier alles. Wow. Dieses Spiel fasziniert echt immer wieder auf seine Weise, finde ich. Ups, falsche Richtung. Ach, das sind hier alles Stacheln. Okay. Muss man ja auch erstmal begreifen. Bitte her. Ich müsste mal da oben irgendwo speichern. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll, damit wir diesen Abschnitt hier nicht andauernd wiedersehen müssen. Hier soll es eigentlich auch irgendwo ein Easter Egg geben von Super Meat Boy. Das Problem ist bloß, dass ich Super Meat Boy selber noch nicht wirklich viel gespielt habe und dementsprechend, wow, wenig Ahnung von dem Spiel habe. Jop, hat geklappt. Und bitte einmal kurz fallen lassen. Bitte wieder nehmen und bitte einmal speichern. Vielen Dank. So, dann wollen wir hier mal wieder hoch. Super. Ja, genau die Richtung. Scheiße, dadurch, dass ich in der... in den Stacheln gerade gehangen habe, war das ein bisschen doof. Ich glaube, ich muss oben rum am besten springen. Geht wahrscheinlich einen Zacken einfacher. Man bleibt immer irgendwo hängen, das ist total doof. Fingerspitzengefühl, etwas, das ich natürlich nicht habe. Wie hätte es auch anders sein sollen? Okay. Sehr gut. Nein. Erstmal hallo auch. Mach mir gefälligst keinen Schaden, du Arsch. Nein! Was machst du da, Ori? Oh Gott, ich bin am Arsch, oder?
ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich hier wieder wegkommen soll. Okay. So rum. Oh. Okay. What the fuck? Ist das euer Ernst? Nein! Oh mein Gott, ist das euer verdammter Ernst? Bitte einmal fallen lassen, dankeschön. Dann würde wieder auf. Das Problem ist halt wirklich, dass das Instant Kill ist. Nein, das war ganz schlecht. Das ist gar nicht gut. Oh mein Gott. Nein, so rum. Könntest du bitte mal... Genau. Was? Oh, jetzt ist er da oben festgebackt gewesen. So eine Scheiße, ey. Hier wäre es vielleicht klüger, hier zu speichern. Bitte. Nee, so rum. Gut. Warten wir mal, bis es wieder zurückgegangen ist. Gott. Stirb, 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 du Kackding. Komm schon, verreck. Ich will speichern und das sofort. Danke. Es geht weiter. Oh, ich habe alle Steine gefunden. Autsch. Ah. Oh. Okay, lass das Ding einmal liegen. Wow, danke. Shitness, danke. Danke, danke, danke. Uff. Okay. Halt. Ja gut, war ja gar nicht so schlecht, scheint mal. Wird noch aufgeladen, ja, dann mach mal. Aber wisst ihr, was mich stört? Da unten ist noch ein kleines bisschen, was nicht aufgedeckt ist. Und da das ein Dungeon ist, wird man da später wahrscheinlich nicht mehr hinkommen. Au. Mach auf, schnell! Humo. Was macht er? Was wird das jetzt hier?
Dieser Schrein muss alles angetrieben haben, was sie gebaut haben. Sieh ihn dir jetzt an. Sieh, was er getan hat. Gummo. Bevor ich jetzt da wieder zurück... Also ich will jetzt erstmal zum Eingang zurück. Eigentlich, wow. Kann ich jetzt möglicherweise... hier komplett weiter. Also wieder am Anfang irgendwie. Ohne dass mich das jetzt... Nee, scheinbar nicht. Aber egal, ich will nochmal zum Anfang zurück. Das... führt jetzt gerade kein Weg dran vorbei. Ach! Okay, es tut mir nicht mehr weh. Gott sei Dank. Umso besser. Hupsalumsalumpa. Ja, gut. Sehr gut. Gut, jetzt brauche ich dieses komische Element nicht mehr. Hups. Sehr gut. Oh, okay, die Dornen tun natürlich trotzdem weh, ist sehr logisch. Aber das erklärt auch, warum diese olle Spinne hier ist. Okay, das muss immer noch... Ja, ich bin auf dem Weg wieder zurück. Es wird zwar anstrengend, hier wieder hinzukommen, aber egal. Ich will erstmal hier zurück. Er ist aber wieder zurückgegangen jetzt. Nein. Ah, nein. Ja, ich wollte eigentlich auch nicht unbedingt da hinten wieder speichern, deswegen. Oh mein Gott. Das war sehr knapp, aber es klappte. So, jetzt möchte ich immer noch hier lang. Nee. Ich will da hoch, zum Teufel. Vielleicht sollte ich doch hier speichern. Ist zwar scheiße, wenn dann ich dann wieder zurückrennen muss, aber egal. Ja! Ja! Gut! Das hätte ich jetzt. Weil hier komme ich dann später sicherlich auch nicht mehr rein, weil wegen Dungeon und so. Deshalb. Ich wollte eigentlich mich da festhalten, aber Ori wollte das irgendwie nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Hat sich wahrscheinlich gedacht, ach nö, lass mal. Okay, nein. Mann! Ori! Halt dich doch mal bitte fest. Das tut doch sonst weh, wenn du da reinfällst. Alter, was ist denn das? Ich muss hier hinter nochmal speichern oder so. Ja, damit ich wenigstens einen so einen Scheiß überlebe. Ich hab das Problem. Dass er nicht richtig springt jetzt. Durch den Wind wahrscheinlich.
Gut. Speichern, vielen Dank. Na! Spring doch einfach, Mensch. Oh. Jo, nein, fast. Nochmal. Komm schon, speicher nochmal. Danke dir. Aber das war es mir wert. Also jetzt habe ich wenigstens da wieder ein bisschen... Okay, die Steuerung ist teilweise echt ein bisschen schwierig mit diesem... Ja, ganz ehrlich, was soll das? Könntest du dich mal bitte darauf stellen? Oh Mann, ey, was ist denn das? Könntest du mal bitte... Dankeschön. Meine Jüde nur eins, ey. Gar nicht so einfach, wirklich. Macht es selber besser, wenn ihr das hier seht. Also es gibt Leute, bei denen weiß ich, dass die es eh besser machen würden. Ach halt. Scheiße. Ja, komme ich da denn jetzt überhaupt nochmal hin? Das wäre jetzt sonst ziemlich uncool. Ach doch, komme ich. Alles klar. Gut, gut, gut. Ich muss nach rechts. Gut. Ist halt nur ein ziemlicher Weg. Genau, jetzt geht's hier weiter. Da oben ist aber soweit nichts, was ich noch erkunden kann, scheinbar. Ach Mensch. Ich frage mich, ob Gummo von ihrem Schicksal weiß. Ich hoffe, er kann uns vergeben, dass wir noch leben, während sie von uns gegangen sind. Es tut mir so leid. Er sah auch ziemlich traurig aus, als er hier so reingeguckt hat. Ja, nee. Ist schon recht, ne? Lalalala. Speichern. Muss ich denn überhaupt hin? Nee, das ist direkt der richtige Weg. Da will ich ja auch noch gar nicht hin. Oh mein Gott. Ich will da auch nach rechts gucken, bitte. Ja. Was ist das? Kein Peil, was das hier ist, aber es ist auf jeden Fall. Na! Scheiße. Ich wollte auf jeden Fall das erkundet wissen. Verdammt. Und hier muss ich eh hoch. Ah, shit. Was war denn das? Das war ja richtig schlecht. Ja, lass dich doch einfach direkt brutzeln, Ori. Kein Thema. Ich kann da zwar rüber, aber was bringt mir das? 100% erkundete Karte dann wahrscheinlich. Weil es ist halt schwarz so. Hier kann ich nicht. Wie komme ich denn da wieder hin?
Nein! Oh. Aber so geht's. Genau so und nicht anders. Bam. Oh mein Gott, war das knapp. Was machst du da, Ori? Oh mein Gott. Oh nein. Ich weiß, was ich hier machen muss. Aber ich habe es zumindest schon mal erkundet. Wups. Ich muss da raufhüpfen. Und nochmal. Jawohl. Dann geht das nämlich erst auf. Was auch immer es dort gibt, aber da oben ist halt auch noch was. Ich denke mal, dort oben ist der richtige Weg. Wow. Na. Danke. Oh, fuck. Schnell. Okay, dafür? Ernsthaft? Aber egal, ich habe es erkundet. Das ist das, was wichtig ist. Oh, 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 oh! Eine Lebenszelle! Okay, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, jetzt bitte den anderen Weg. Das muss sein, denn das scheint auch der richtige Weg zu sein, den wir überhaupt gehen müssen, um hier rauszukommen, um hier weiterzukommen, wie auch immer. Gut. Oh mein Gott, ist das hübsch. So, 100% erkundet. Müssen wir auch wieder fliehen? Das Element des Windes liegt vor uns. Es wird im Herzen dieses Ortes aufbewahrt. Kumo! Diese Ruinen sind alles, was von den Gummon übrig ist. Sie erinnern uns an ihr Schicksal. Gummo hat jene verloren, die er liebte. Daher ist er der Letzte seiner Art. Ebenso wie du. Ori, wir müssen das Licht zurückbringen. Für Nebel und die Erinnerung an die Gummon müssen wir das Element des Windes wiederherstellen. Bewegt von ihren Worten, beschloss er zu handeln. Oh mein Gott! Oh nein!
Muss ich da durch? Ich befürchte, ich muss dort durch. Oh nein, das war ziemlich scheiße. Wie komme ich denn hier weiter? Wo muss ich hin? Zum Teufel. Au, 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 au. Okay, ich muss den nutzen, um das zu zerstören erstmal. Mit dem Wasser kann ich überhaupt nicht ausweichen. Du blödes Ding. Wo muss ich denn hin zum Teufel? Nein, jetzt ist er hängen geblieben. Nein. Lauf. Und dann? Wo muss ich denn dann hin? Ich nehme immer so viel Schaden hier. Wo muss ich denn dann hin? Ah, nein. Ja, aber wohin denn dann? Soll ich mich da an der Wand festhalten oder was soll ich da machen? Ich habe keine Ahnung, was ich hier konkret jetzt machen muss. Also ja, ich muss dann kommen. Ja, okay, gut, aber sonst? Wohin kommen soll ich denn? Hallo, Vieh, könntest du mal bitte? Bitte hierhin spucken. Hierhin. Spuck doch mal! Ich finde diese ganze Sequenz hier gerade eigentlich total toll, nur verrecke ich andauernd, weil ich zu dumm bin und keine Ahnung habe, wo ich hier eigentlich hin soll. Wo hätte ich da denn hin sollen gerade? Mir juckt gerade auch noch die Stirn. Gerade echt machen, was ich will. Ich nehme überall Schaden. Oh Gott. Boah. Oh Mann. Nein, da lang, da lang, da lang. Danke, danke, danke. Keinen Fall, wo ich hier lang muss. Wo muss ich denn hin? Wo bin ich denn?
Ah, jetzt muss ich ihn nach unten. Sag mir das doch einer. Ich muss dort warten, scheinbar. Nein. Wo bin ich denn? Da. Okay. Ist schon wieder zum Scheitern verurteilt, das Ding. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier extra immer hoch muss. Komm schon. Fall runter. Super. Scheiße. Wie soll man das denn schaffen als normalsterblicher Mensch ohne Skill? Nein. Irgendwo kriege ich immer Schaden. Egal, ob es durch das Wasser ist oder durch diese komischen Kackdinger hier. Hier immer hoch. Scheiße. So. Oh no! Woher soll man sowas bitte wissen? Das musst du ja auswendig gelernt haben, damit du hier klarkommst. Ich habe auch so das Gefühl, die Dinger kommen hier random runter. Damit das nämlich erstmal ausgelöst wird überhaupt. Ja, das haben wir. Hab ich's jetzt? Kuros Nest. Wo bin ich jetzt? In Kuros Nest? Wie, ich bin in Kuros Nest? Ach du Scheiße. Warum bin ich in Kuros Nest? Ich glaube, hier möchte ich jetzt noch gar nicht weiter gucken. Also rechts fängt er an zu schleichen. Aber gut, okay, das gucken wir uns in der nächsten Folge an, meine Lieben. Das war jetzt tatsächlich ein bisschen actionreich genug. Und wenn ihr wissen wollt, wie das hier weitergeht in Kuros Nest, dann schaut doch auch da wieder rein. Bis dahin. Tschüss.